Tiere sind gesucht heute bei Money Express. Oh, da ist jemand. Na bitte, herzlich willkommen. Hier ist der Stefan. Wer hat's geschafft? Hallo, ist da jemand? Also Sie wären jetzt live bei uns, ja, bei Money Express. Aber wenn Sie nichts sagen, dann sieht's schlecht aus. Keiner da? Okay. Starten wir Runde neu. 3, 2, 1, los geht's, liebe Zuschauer. Auch schon drin sind, also ich glaube, den Gewinn von meiner letzten Kandidatin haben Sie damit getoppt. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan. Wer hat es denn geschafft? Hallo, hier ist der Klaus. Klaus, prima. Woher kommen Sie? Aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg. Klaus, machen wir es kurz und schmerzlos. Welches Tier ist gesucht? Papagei. Oh, Klaus, das war in der vorherigen Runde. Klaus, haben Sie gar nicht mitbekommen, dass das schon gelöst wurde? Ist er schon weg? Das ist ärgerlich. Wir haben doch schon ein neues Spiel. Also, meine Damen und Herren, schauen Sie doch mal bitte ganz genau auf Ihren Fernseher. Der Papagei wurde schon gelöst, der steht da gar nicht mehr. Ja? Da ist schon der Nächste. So, herzlich willkommen, wer hat es denn geschafft? Hallo, es hat gerade geklingelt, oder? Kurz vor 12:30, bei 3 Leitungen, wundert mich das auch nicht. Hallo, ist da jemand? Sie müssen was sagen, wenn keiner da ist, dann muss die nächste Runde starten. Hallo, 3, 2, 1. Okay. Sag mal, pass mal auf, Herr Redakteur, wenn wir das noch nie gespielt haben, dieses Ding hier, ja? Vielleicht ist es doch ein bisschen zu schwierig. Kommen Sie ganz schnell zu mir, nehmen Sie das Becken mit, das lohnt sich auf jeden Fall. So, bitteschön, na super. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan, wer ist denn da? Servus, da ist der Jürgen. Jürgen, mein Lieber, haben Sie gerade eingeschaltet? Oder ja, ich habe gerade mal rumgezappt und bin jetzt bei dir gelandet. Prima. Jetzt suchen wir ein Tier. Ich hoffe, Sie haben das Richtige gefunden. Sie müssen mit F beginnen. Haben Sie ein Tier mit F? Fango. Bitte? Was war das? Fango. Ich kenne Fango-Packung, ja? Die hat meine Mutter bzw. meine Oma immer genossen. Aber Fango, ist das ein Tier? Nee. Gibt's das, ist das kein Tier, oder? Ich kenne kein Tier mit F, mit Fango. Könnte man bilden hier, ja, aber es macht keinen Sinn, weil vor allem sind auch ein paar Buchstaben weggelassen worden hier. Ne? Das M fehlt, das A fehlt, das I fehlt. Sie müssen ja alle Buchstaben benutzen, liebe Zuschauer. Mhm. So, also mit F, ich hoffe ja, dass es jemand hat. Ja? Ich starte nochmal neu. Das Becken ist verdammt voll geworden, liebe Zuschauer. Also wenn es jemand hat, dann bitte jetzt einwählen, aber nur, wenn Sie auch ein Tier mit F haben. In 3, 2, 1, los geht's wieder. Habt ihr den Weihnachtsbonus da jetzt schon reingepackt in das Ding? Oh, das ist ärgerlich jetzt. Der steht kurz davor. Hier ist der Stefan. Ist da jemand? Hallo? Jetzt legen Sie doch nicht aus, bloß auf, weil der 500er noch nicht drin ist. Schauen Sie mal, in dem Becken ist mehr als genug drin, auch ohne die 500 Euro, die da kurz davor stehen. Also wenn Sie jetzt nichts sagen, haben Sie Pech. 3, 2, höre ich noch was? Nee. Ja, das war ja jetzt wirklich klar, oder? Gerade eben habe ich gesagt, hier 500 Euro kurz davor, schwupp legt der auf, das kann nicht wahr sein. Pass mal auf, ich brauche jetzt einen Gewinner hier und möglichst schnell. Ich will jetzt nicht nur länger warten, weil das Becken schon verdammt voll ist hier. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Es klingelt hier am laufenden Band, das sollte doch jetzt mit 5 Leitungen noch besser klappen. Sehen Sie? Hier ist der Stefan. Guten Morgen, ist da jemand? Ja, hallo, hier ist die Petra. Petra, woher kommen Sie? Aus Gräfenberg. Fantastisch. Petra, wir suchen ein Tier mit F. Was haben Sie raus? Flo. Petra. Der Flo geht natürlich, aber was ist mit den anderen Buchstaben? Ach, wir haben gar kein H. Miss Flo mit H. Natürlich Flo mit H. Jetzt hätte ich was gedacht. Hier, Flo, Sie sehen Sie? Sie müssen noch alle Buchstaben verwenden hier. Komm, nächste Runde. Ich hoffe, dass es ein paar Leute haben. Denn Sie haben jetzt hier perfekte Chancen, die doppelten Chancen von gerade eben. Herzlich willkommen, hier ist Stefan. Wer ist denn da bitte? Es hat gerade geklingelt. Hallo? Also Sie müssen was sagen. Ist da jemand? 3, 2, keiner da? 1? Noch nicht 18? Gut, dann halt nicht. Also, wenn Sie das Geld nicht wollen, dann nimmt es bestimmt jemand anders mit. Starten wir gleich neu. Wir haben 10 Leitungen. 3, 2, 1, los geht's. Träumen Sie so richtig ab. Denken Sie dran. Ein bisschen mehr als im Monat. Dann steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Da möchte man seinen Liebsten wieder das ein oder andere Geschenk bereiten. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich Ihnen ein Geschenk bereiten kann. Wer ist denn am Telefon? Servus, das ist der Günther. Günther, mein Lieber, woher kommen Sie?
Aus heute. Und wie lange schauen Sie jetzt schon zu? Gerade eingeschaltet oder? Eine Minute. Aha. Günther, wir suchen ein Tier, was mit F beginnt. Was hätten Sie denn? Milano. Ein Tier ist gesucht, keine Stadt. Günther. Sehen Sie? Wenn jemand gerade durchgesäppt hat, ja, und hier hängen geblieben ist, dann bitte schauen Sie erstmal genau hin, was überhaupt los ist hier. Ja, da unten steht, welches Tier ist gesucht. So, zu bilden natürlich aus diesen Buchstaben, meine Damen und Herren. Immer noch, ja? Da ist jemand. Na, bitteschön. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan. Wer hat es denn geschafft? Die Christine. Liebe Christine, das ist aber schön. Sind Sie noch fit einigermaßen um die Uhrzeit? Ja. Ja, ne? Christine? Ja? Sind Sie gerade, gehören Sie zu den Seppern oder schauen Sie schon länger zu? Sepper. Sepper? Mhm. Dann hoffe ich mal, dass Sie alles mitbekommen haben. Wir suchen ein Tier mit F. Was hätten Sie denn? Der Milan. Mit F. Da haben wir wieder das Phänomen. Ich fasse es nicht. Milan. Was hat Milan, hat sie gesagt, ne? Der schaut vor allem mal gerade hier hin, denn da kommt schon wieder ein Hunderter. Als wäre es nicht schon genug. Hier ist der Stefan. Herzlich willkommen. Wer ist denn diesmal am Apparat? Hallo? Hallo, wer ist denn da bitte? Das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Ich habe gerade gesagt, hier ist ein Hunderter. Der ist zwar noch nicht drin. Nicht auflegen. Keiner da. Okay. Starte ich neu, oder? Regie? Mhm. 3, 2, 1, los. Meine Damen und Herren, schauen Sie bitte auf das Geldband. Da ja, bitteschön. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen bei Money Express. Mein Name ist Stefan, wer ist denn am Telefon? Hallo? Ist da jemand? Scheinbar nicht. Jetzt hat jemand eine Leitung erwischt im richtigen Moment und schwuppdiwupp sagt er nichts. Ja, und nu? 7, 6, zugeschlagen. Herzlich willkommen, guten Morgen bei Money Express. Wer ist live dabei? Der Volker. Volker ruft woher an? Aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg. Ja. Volker, jetzt schießen Sie los. Welches Tier ist gesucht? Flamingo. Der Flamingo. Flamingo. Pretty Flamingo. Es ist der Pretty Flamingo. Sie haben noch nie Flamingo gegessen, oder? Nee, werde ich auch nicht. Ich glaube, das ist nicht so bekömmlich. Was viel bekömmlicher ist für Sie, Sie haben gerade 6.835 Euro gewonnen. Ja. Ich sage herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja? Was machen Sie mit dem Geld? Wissen Sie schon was? Da gibt es schon das eine oder andere, was man machen kann. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Haben Sie Frau und Kinder oder so? Nein, Gott sei Dank nicht. Nicht, da können Sie es ganz alleine verprassen, Volker. So sieht das aus. Ja? Bleiben Sie kurz am Telefon. Angenehme Nacht für Sie, ja? Danke, ja. Tschüss. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen allen fürs Mitspielen. Freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut. Ciao und Servus, sagt Ihr Stefan.